tatsächlich haben wir damit überhaupt nicht gerechnet, weil kennt man ja aus den vergangenen Jahren, dass TuS eigentlich, wenn sie nominiert sind, dann auch ein bisschen den Rennen macht. Gerade jetzt, wo wir vorher die Votung hatten mit dem Trainer des Jahres und da TuS auch gewonnen hat, dachten wir uns, okay, dann stellen wir uns hinter an, werden Zweiter halt. Aber dass wir jetzt gewonnen haben, haben wir uns sehr gefreut und ja, spricht ja für uns. Was hast du gedacht, als ihr nominiert wurde? Das war ja im Dezember, sportlich, muss man sagen. Ja, lief jetzt gerade nicht so berauschend. Natürlich haben wir uns gefreut, dass wir nominiert wurden. Und wir haben uns mit dem ersten Sieg in Grünheide, glaube ich, da auch nochmal ein bisschen hochgepusht. Und als wir dann, ja, wie gesagt, jetzt den zweiten Sieg eingefahren haben, ist sehr schön. Was zeichnet denn die Truppe aus? Enorm guter Teamgeist. Untereinander, wir sind wirklich, jeder kann mit jedem sprechen, reden. Man kann sich auch mal gegenseitig anscheißen aufs Spielfeld. In der Kabine ist dann alles vergessen. Jeder gibt jedem Tipps. Nicht irgendwie, dass jemand runterzieht oder sowas. Wie gesagt, die Harmonie in der Truppe ist echt super. Also war letztes Jahr schon super, deswegen sind wir auch, denke ich mal, deswegen sind wir auch aufgestiegen. Wegen der Mentalität in der Truppe. Und ja, und jetzt hoffen wir, dass wir damit den Klassenerhalt vielleicht doch noch schaffen. Jetzt am Sonntag fahren wir nach Bad Doberan zum Tabellenletzten. Wird definitiv alles andere als ein einfaches Spiel. Aber die Jungs sind heiß und wir haben Bock. Zeig die Krallen und zeig es allen. Wir greifen nach dem Ball. Egal ob jung, ob alt, bis es durch die Reihen schallt. Wir singen.